Und dann geht es da rein. Und da kann man es. Da kann man es. Ja. Und das wollte ich dann auch wegschneiden. Genau, da, das soll man. Das Sägewerk ist bei Gerzen, also es ist wirklich super nette Leute, auch für Privatkunden, weil man hat ja ein bisschen, als Hobbyhandwerker hat man ein bisschen Angst, dass man da irgendwie komisch angeschaut wird oder so, also die sind wirklich super nett. Das ganze Zeug hat mir jetzt ungefähr 350 Euro gekostet, also der Kubikmeter ist zurzeit für Asteiche so bei 1200 Euro. Das Holz ist jetzt für das den Computertischprojekt. Ich habe jetzt ein bisschen mehr mitgenommen. Da war eins dabei, das hat so einen coolen Riss. Das ist für Epoxidharz-Projekt. Mal schauen, was es wird. Ich habe jetzt auch nur ein ganz kleines Stickerl weggeschnitten, weil ich nicht weiß, was aus dem gemacht wird. Weiter geht's im Projekt.
Das ist ein Witz. So, was war jetzt das Problem? Also ich habe die Bretter eigentlich recht gut abgerichtet. Dann habe ich mit dem Domino Dübel gesetzt. Und dann beim Verleimen habe ich einen Spalt von 2-3 mm gehabt, also wo es nicht mehr passt hat auf einmal. Ich habe es natürlich vorher trocken mal ohne Dübel zusammenzwingt, da hat es noch passt. Und mit die Dübel hat es nicht mehr passt. Jetzt zeige ich euch mal warum. Der Dominofräse wird hier die Höhe festgestellt. Und wie man sieht, die ist jetzt fest, also so ist lose, dann fest. Ja, dann habe ich gesehen, dass ich da, wenn ich ein bisschen fester drücke, hier haben wir die Skala, wenn ich ein bisschen fester drücke, dann verstellt sich die. Also zieht die Arretierung nicht mal ganz fest. Jetzt kann man hier die Schraube lösen, den abziehen. Und dann ein bisschen verstellen, damit er fester zuzieht. Ich glaube, das müsste jetzt reichen. Jetzt schauen wir mal. Jetzt mal wieder festziehen. Genau, und jetzt sieht man, dass da im festgezogenen Zustand sich gar nichts mehr verstellt. Und so muss es sein, natürlich. Also ich kann so festdrücken, wie ich will. Also bei mir ist irgendwie dieser Feststellmechanismus lose geworden. Und dann hat sich das natürlich beim Fräsen verstellt. Und die ganzen Dübel sind immer tiefer gerutscht. Also ich habe jetzt bei der Platte, die ich gerade verleimt habe, die ihr gesehen habt, jetzt ist gerade der Akku leer geworden, natürlich, wenn sowas passiert. Also ich habe jetzt die Dübel alle rausgezogen und habe es ohne Dübel verleimt. Jetzt schauen wir dann mal, ob da mit der Zeit sich irgendwas verschiebt. Das ist jetzt ein guter Versuch. Weil es ist jetzt die obere Platte vom Computertisch und falls da wirklich was wäre, dann sehe ich das und dann kann ich euch mal berichten, ob das jetzt ohne Dominus auch geht oder nicht.
Muss man einen Akkuschrauber kaufen für die, hä? Kostet ein bisschen Schraube. Ja? Das macht bestimmt Spaß.
So, das war jetzt das Schreibtischprojekt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, das Video war nicht allzu lang. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie euch die Länge so gefallen hat. Also ich bin mit dem Ergebnis top zufrieden. Besonders der extra Stauraum. Also Stauraum kann man ja nie genug haben. Also die Schubläden sind wirklich klasse geworden. Komplett aus Eiche. Mit dem Finish bin ich auch super zufrieden. Das ist von Lignocolor so ein matt Hartwachsöl. Und es ist, also es feuert wirklich sehr wenig an. Ich habe schon immer so ein Öl-Hartwachs gesucht, was, also Öl feuert ja immer mehr an. Hartwachse sind die, die ein bisschen weniger anfeuern. Und dieses Matte, dieses, also ich bin mit dem Ergebnis super zufrieden, vor allem wenn man hier hinten schaut, die Eiche, die ist schon ein bisschen dunkler. Also da habe ich ein anderes Produkt hergenommen, das hat schon mehr angefeuert. Aber mit dem Ergebnis bin ich super zufrieden. Ich werde euch auf jeden Fall die ganzen Werkzeuge und Fräser, die ich verwendet habe, unten in die Videobeschreibung schreiben. Zum Beispiel diese Abrundfräser und so, falls das jemand nachbauen will, wegen am Radius. Und auch der Fräser für die Griffe hier, also der ist auch top. Ja, also wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ihr könnt das Video auch gerne teilen. Ich probiere jetzt wieder, dass ich ein paar kleinere Projekte mache und damit wieder mehr Content kommt, also vielleicht so alle 2 Wochen. Schauen wir mal, ob es klappt. Also dann bis zum nächsten Mal.